Hallihallo, heute wollen wir die Kellertreppe verschönern. Dafür brauchen wir ziemlich viel Cleanstone. Dazu brauchen wir Kohle und da brauchen wir Holz für. Und am Ende des Videos müssen wir noch ein großes Loch wieder abdichten, was uns ein Creeper netterweise hinterlassen hat. Viel Spaß mit dem Video. Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Vanilla Let's Play. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei meinen Abenteuern in meiner kleinen, gemütlichen Welt. Wir haben im letzten Mal hier angefangen, die Treppe nach oben vorzubereiten. Jetzt will ich hier noch ein bisschen schön auslegen und die Wände natürlich sollen auch schön werden. Da brauchen wir aber noch mehr Cleanstone. Hier haben wir noch mehr. Okay. Okay, papapapam. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 34, so. Gut, bis der noch weiter ist, gehen wir noch mal raus. Ah, Schaufel. Ich glaube, an die Werkzeuge denke ich immer zum Schluss. Na, Schaufel können wir so bauen. Wir haben ja noch einen. Wird das gerade dunkel oder wie? Ja, wir schaufeln hier ein bisschen was weg. Ich habe schon eine grobe Vorstellung, was hier her soll. Deswegen muss das hier ein bisschen weg. Aber ich habe in der letzten Folge auch schon gesagt, wir machen immer so ein Stückchen was, damit für euch auch schön bunt gemischt bleibt, die Folge. Es wird tatsächlich schon wieder Nacht. Sollten wir gleich reingehen, bevor unsere ja, ungeladenen Gäste kommen. Da ist schon einer. Grüß Gott daher. Du gehst gleich baden. Ja, schnell rein, bevor der mich hier noch killt. So richtig viel habe ich nämlich auch nicht mehr an Leben. Ich glaube, ich brauche jetzt ein schönes veganes Steak. Haha. Ah, schmeckt das gut. Unten hat man schon fertig gebaut, gell? Gott, ist das hier hell. Gut, was ich nämlich jetzt machen wollte. Die Treppe hier an der Seite auch verschönern. Dazu brauchen wir diese Steine hier. Und dann müssen wir aber erstmal gucken, wie wir das hier oben ranbauen. Ich glaube, wir machen das so. Da füllen wir aus mit Cobblestone. Jo, haben wir es dann? 1, 2, 3, 4. Genau, das ist, glaube ich, so die übliche Höhe. Oh, Treppchen sind alle. Wie schaut es hier aus? Aha, da haben wir noch, da haben wir noch, da haben wir noch. Was ich auch noch machen muss, eins machen wir so. Neues Rezept.
Muss eigentlich mal in das Buch gucken hier. Da sind die ganzen Rezepte drin, was wir craften können. Eine Steindruckplatte können wir machen. Tolle Werkzeuge kann ich machen. Eine Schere. Bett haben wir schon. Ja, so richtig viel ist das ja noch nicht. Kommt aber alles noch. So, ja, ich hoffe, ihr seht das Video jetzt alle. Falls nicht, könnte es daran liegen, dass ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid. Oder ihr habt die Glocke noch nicht abonniert, beziehungsweise angeklickt. 1, 2, 3, 4. Weil YouTube da ein bisschen eigen ist, ne? Und nicht nur abonnieren, sondern man muss auch die Glocke noch aktivieren. Es könnte auch sein, dass ihr einfach nicht dran gedacht habt, dass heute ein neues Video kommt. Ich habe es ja umgestellt. Dienstag und Donnerstag kommt jetzt immer ein Vanilla Let's Play. Hier muss ich auf jeden Fall noch auffüllen. 1, 2, 3, nee, da noch nicht. Aber da. Da muss man noch hinten auffüllen. Oh. So. Genau, sieht doch schon mal gut aus. Gut, das ist ein Loch. Wer hat denn das hier gemacht, Mensch? Hm? Oh, war ja ich. Hm. Genau. So gefällt es mir schon mal ganz gut. Natürlich noch mal ein bisschen eine Fackel hin, dass es nicht so dunkel ist. So, den nehmen wir noch mit. Ja, und jetzt werdet ihr fragen, warum jetzt diese Steinstufen. Die sind für die Zwischenetagen hier. Kommt das raus? Und das rein. Die brauchen wir unten nicht ausfüllen, weil da unten sowieso nichts spawnen kann. Was machen wir im Zwischendeck auch noch? Zwischendeck. Klingt so wie Holodeck, ne? Also im Zwischengeschoss. Mit dem, was ist das? Diorit, glaube ich, ne? Diorit und Granit. Lass ich mir auch noch was einfallen. Schauen wir da mal. Da unten noch machen wir noch schnell. Haben wir das auch weg. Und können uns dann beim nächsten Mal um die nächste Treppe kümmern. Na, hält die Spitzhacke nach durch, ja. Genau. Tun wir das erstmal alles raus. So viel Erde brauchen wir auch nicht. Gehen wir jetzt erstmal schlafen. Und dann wird es Nacht. Und wieder Tag. Na, Freunde der Nacht. Sieht aus wie eine Hexenverbrennung, oder? Gleich mal ein Screenshot gemacht für die Folge. Ja, die Creeper, die lassen sich vom Sonnenlicht nicht beeindrucken. Und machen Ärger. Okay, das wollte ich zwar jetzt nicht.
Aber dann holen wir noch mal ganz schnell Erde und füllen das Loch noch mal auf. Kann man einen Screenshot machen. Und dann schnell das Loch füllen. Na. So, geht er ganz schnell. Gleich haben wir es wieder zu, das Loch. So. Setzlinge noch hinsetzen. Den da. Den da. Genau. Und mein Blick auf die Uhr sagt mir, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Ich wünsche euch jetzt einen schönen, ja, Donnerstagabend, wenn ihr die Folge nach dem Donnerstag seht. Ansonsten einen angenehmen Freitag, eine schöne Restwoche und bis zur nächsten Woche. Am Dienstag gibt es wieder eine Folge Vanilla. Bis dahin, oder ihr schaut meine anderen Videos. Ciao, euer Blacksat. Tschüss.